So, wir gehen mal gleich in die Aufnahme mit rein, damit wir auch von heute mal noch ein aktuelles Video haben. Ich spiele gerade Geplänkel. Ich spiele es live, ne? Also wer noch zum Schauen will, kommt definitiv zu spät. Ja, ich habe eben eine Runde mit der Vermont hingelegt. 1040 Grund-EP mit irgendwie, glaube ich, 80.000 Schaden oder so, war jetzt nicht so beeindruckend, oder noch weniger Schaden. War jetzt nicht so beeindruckend. Dementsprechend bin ich jetzt ein bisschen hoffnungsvoller. Allerdings brauchen wir auch, um fürs Geplänkel hier Punkte zu machen, 1250 Grund. Das ist die Novosibirsk. Die freut sich doch garantiert über SAP. Wenn ich den treffe. Ja. Zweimal 8000 macht 16.000, ne? Also zweimal so gefühlt 8000, ne? Das ist dann schon ganz schön ärgerlich, ne? Mit so einer Novosibirsk, ne? Da holt man sich extra so ein Superschiff, ne? Und dann kriegt man gleich noch 16.000 übergebraten, ne? Hier könnte ich mir auch noch mal wirklich ernsthaft, weil die drehen schon ganz schön langsam die Türme. Was machst du denn jetzt? Fährst du da, fährst du rückwärts? Novosibirsk. Oh, nochmal 12.000, ne, würde ich sagen. Kann man schon mal machen, so als Novosibirsk, ne? Nur mit rumstehen, ne? Einfach sein halbes Schiff verlieren, ne? Ist bekannt, also das ist. Habe ich auch häufig gehört hier im Spiel, dass, also wenn man nur rumsteht, dann ist man definitiv ziemlich dumm und erreicht auch nicht besonders viel. Das Problem ist, dass wir sie jetzt nicht sehen mehr. Hier steht da noch eine Bourgogne, die steht auch nur rum. Ja. Was du mit HE kannst, kann ich mit SAP. Oder auch nicht. Na, das war jetzt nicht so beeindruckend. Da hätte man jetzt auf die Novosibirsk warten müssen, die jetzt ist schon wieder verärmelt. Na, die was? Ja, Preußen ist zu weit weg. Dann mal die Novosibirsk noch mal auf uns zu schießen. Ja, mein Gott. Die parkt ja echt, oder? Die parkt ja immer noch, ja, aber wir haben ja nichts, was aufdeckt, das ist eben das leidige Problem. Und jetzt schießt die Preußen auch noch auf unsere Dings. Und unser U-Boot könnte da ja mal hinfahren und das Problem irgendwie lösen, aber macht sie ja auch nicht. Ich bin aufgedeckt durch irgendwas. Okay, ab wann bin ich denn aufgedeckt? Ach. Oh, kann man schon mal machen, ne? Kann man schon mal machen. Dann kann man sich selbst mal eben kurz unsichtbar machen. Und die Bourgogne auf Dings setzen. Ab wann geht unser Secondary los? Ab 11. Gleich dran. Jetzt müsste sie eigentlich losgehen. Rilasciata cortina fumogena. Ja, das war ein bisschen wenig. Sehe ich jetzt leider nicht mehr den Zerstörer. Ja, Novo
Damit haust du mich jetzt auch nicht vom Hocker. Mit Verstecken haut ihr mich alle nicht vom Hocker, also. Schatz läuft aus, hier haben einen verloren. Wer war das hier eben, der hier die ganze Zeit aufgegangen ist? Weiß das irgendjemand? Ich bin aufgegangen gerade. Ich drehe mal eben kurz raus, ich muss mir das jetzt nicht antun. Gehen wir mal auf die Preußen. Ach, so wo sie ist. Ja, jetzt ballert er mir rückwärts auf dem Arsch, ballert er mir jetzt 15.000 oder was? Willst du mich verarschen oder was? Ja, nee, ist klar. Moskva, aufpassen. Novo, du gehst mir auch so richtig auf den Sack. Du bist der Nächste, der dran ist. Wo ist denn jetzt hier was? Ich glaube, wir müssen erstmal die Novosibirsk. Eigentlich müssen wir die Bourgogne rausnehmen. Eigentlich müssen wir die Bourgogne rausnehmen. Und nicht die. Wer ballert denn jetzt hier auf meinen Kumpel? Geht's dir gut oder was, Preußen? Siluria Prua. Ja, sehr schön direkt davor angedreht. Genau richtig gemacht. Genau richtig gemacht. Unser Frieden stirbt hier leider gerade und der ballert irgendwas aus dem Nebel jetzt auf mich, oder? Ja. Was auch immer da jetzt auf dem Nebel auf mich ballert, obwohl ich gar nicht sichtbar bin. Rilasciata cortina fumogena. Das Geschichte und als nächstes kommt jetzt die Novosibirsk dran. Okay. Ja, Preußen und ja, jetzt kommt natürlich die Bingo Bongo. Und jetzt fahren wir uns hier fest, weil die Yamato jetzt wieder. Jetzt kann ich nicht nebeln. Dankenswerterweise, aber. Nicht getraut, scheiße. Die Bongo ist zu schnell. Die Bongo ist zu schnell. Ja.
Kannst gerne mal machen. Was haben die denn noch? Eine Östergötland quakt hier irgendwo rum. Ja, ich habe die Secondary gesetzt, ich wollte gerade sagen. Okay, Geschichte. Jetzt brauchen wir noch die Bingo Bongo. Die Bingo Bongo. Die jetzt extra rückwärts fährt. Ich bin auf, weil hier irgendwo ein U-Boot ist. Das ist mich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gleich vernichten. Zerstörer, die irgendwo ist hier die Östergötland. Ja. Jetzt wirst du mutig. Concentrare il fuoco sul bersaglio. La nostra vittoria è vicina. Aber dann treffen wir mal. Abbiamo una falla nello scafo, stiamo imbarcando molta acqua. Allarme incendio. Siluria prua. Ah, sauber. Un cacciatorpediniere nemico. Problema risolto, signore. Concentrare il fuoco sulla nave nemica. Ritirarsi presso l'area. Gnadenlos überlebt, ne? Gnadenlos. Moin, ja, immer wieder Dieter. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man... Also das ist der fixe Termin. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht ab und an auch mal so... Ne? Ah, okay, das war's. Ja, jetzt kann ich nichts mehr machen. Da. Ja, nicht so viel quatschen. Mein Gott, buff. Ja, aber gut, mein Gott, gewonnen werden wir das Spiel wohl haben. Nein, nein, also wie gesagt, immer wieder Dienstags. Dienstags ist Fixum und ansonsten zwischendurch immer gerne, gern gesehene Gäste, gern gesehene, ne? Und ich musste jetzt ja eh für Geplänkel noch drei Dinger fertig machen. Oh, ach du Mayonnaise, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und wow, bah, schon wieder zwei Punkte für mein Team gemacht. Chakalaka. Chakalaka, ich spiele jetzt auch noch, wie gesagt, diese drei Runden. Und dann ne, muss ich mich erstmal um Frühstück kümmern, weil ich bin nämlich erst vor... eine Dreiviertelstunde oder so aufgestanden, weil ich viel zu lange letzte Nacht wach war, weil ich halt auch noch Landwirtschaft gezockt habe. Da fange ich ja auch neu an, auf einer neuen Karte, mitten in Polen, ne? Und ja, wir sind immer noch auf Platz 1, ich würde sagen, ne? Mit 183 zu 170 zwar jetzt auch nicht mit dem Riesenabstand, wo wir uns jetzt verfliegen könnten und sagen können, wir können uns jetzt zur Ruhe legen. Aber ich bin mit 20 Punkten wohl mit Riesenabstand zu meinen Kollegen. Ne? Kann man schon mal machen. Ne? Ich überlege jetzt gerade, weil es jetzt gerade mit dem Schiff so gut lief, mit dem Schiff weitermachen. Oder sagen, jetzt steigen wir doch auf eine Yamato um. Nee, ich steige nicht auf eine Yamato um. Das ist mir halt schon wieder nicht drauf geachtet. Ich steige jetzt nicht auf eine Yamato um, weil ich will mich jetzt nicht umgewöhnen vom Schießen. Und ich brauche Geld, weil, wie du vielleicht gesehen hast, habe ich meine Delny aufgegeben. Und habe gesagt, hey, falsches Schiff, was mache ich denn hier? Was ist hier passiert jetzt? Hallo? Wie kam ich denn jetzt dahin? Da wollten wir hin. Habe ich meine Delny aufgegeben und mir dafür wieder einen russischen Flugzeugträger geholt.
um eigentlich mein Team zu unterstützen, weil die alle morgens sagen, nee, ja, wir haben überhaupt keine Flugzeugträgerspieler. Und um dann festzustellen, hey, dann hatte schon einer die 850er Runde gespielt. Och nö, jetzt ein super Flugzeugträger. Okay. Und ein super Yamagiri. Da mache ich mir jetzt keine großen Illusionen drum. Tut mir leid, das wird jetzt ein kurzer Reststream. Ich glaube nicht, dass es besonders lange dauern wird. Nee, nee, nee. Käffchen. Ich hatte auch erst eine Kippe heute, also es geht auch gar nicht. Wollte ich mir auch abgewöhnen, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist nicht mein Handy. Da ist mein Handy. Einfach Mühe geben. Ja, genau. Einfach Mühe. Ja, nee. Ich spiele sonst eigentlich immer zum Wegschmeißen, Herr Kollege. Ja, Ciel, hast du auch Lust? Vor allem wie immer alleine gespawnt hier. Und dann auch noch auf der Seite, auf der ich äußerst ungern bin. Modifiziert, hat keine Lust. Ja, und jetzt haben wir halt einen super Flugzeugträger. Ich meine, was soll ich da jetzt machen? Ne? Einfach Mühe geben, würde der Kollege sagen, ich weiß. Forza nemica in vista. Schicken wir ihn mal raus, mal sehen, ob wir ihn wenigstens ein bisschen nerven können damit. Gestern haben meine Jäger vom Flugzeugträger haben echt alles von der Dings weggeholt. Vom Immelmann. Wirklich so alles, was auch nur annähernd in die Nähe kam. Das ist auch wieder so einer, der dann wegfliegt. Nee. Das sind Flugzeuge, da traue ich mich nicht hin. Ach, auch noch ein hier, wie heißt es? Ein Outlaw ohne Clan. Ah, ich bin aber schon aufgedeckt. Das heißt, hier wird also auch irgendwo wahrscheinlich ein U-Boot oder irgendwas sein. Oh, und jetzt bin ich 3 mm zu weit weg für die. Also das ernsthaft. Ernsthaft. Ah, das ist das U-Boot. Da muss wohl noch ein bisschen dichter kommen, liebes U-Boot. Ich habe dir da auch schon mal was vorbereitet, ne? Aber wenn der Ping nicht reicht, ne, ist der Kopf recht seicht. Ne? Ja. Gibt es nur ein U-Boot? Ja. Wie schafft er das denn jetzt? Das ist das Beeindruckende an U-Booten noch. Und ja. Nee. Nee, ist klar. Siluri dritti di poppa. Problema risolto, signore. Siluri dritti di poppa. Ich freue mich schon, wenn wir die U-Boot-Aufdeckung kriegen. So, kommt jetzt vielleicht mal irgendwas, was ich auch mal treffen könnte. So wie die da zum Beispiel. Einfach Mühe geben, hat der Schauer gesagt. Ja, dann geben wir uns doch mal einfach Mühe. 8250 für einfach Mühe geben ist doch gar nicht so schlecht. Ja, die Sherman steht da, das war also so vorhersehbar. Die steht ja auch eigentlich komplett sinnlos. Blatt nachkesseln. Wichtig ist immer gleich ein Dings draufsetzen, weil wenn sie denn ausnahmsweise mal irgendwann aus ihrem Loch rauskommt, Seattle macht sie fertig. Ja, die Seattle fährt aber schon straight rum. Das ist jetzt auch nicht so das wirklich Schlauste. Komm raus aus dem Dings hier, komm, los. Schieß sogar mal gleich rüber. Ja, Sherman. Das war zwar unsere Gierung, aber ich fand, das war jetzt ein guter Tausch. Muss ich jetzt ehrlich sagen.
Es war jetzt nicht unbedingt der schlechteste Tausch, den man machen konnte. Ja, seit ich hier nicht mehr rauche, ne, beim Zocken, das ist schon, ich rauche schon deutlich weniger. Ne? Also das ist sehr angenehm. Ne? Und abgesehen davon, dass die Luft natürlich hier viel besser ist. Und im Bad bei mir fällt es sich auf, weil da ist bei mir immer das Fenster offen. Ne? Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die diskutieren darüber, dass man im Bad nicht immer das Fenster offen hat. Das ist aber Blödsinn. Ich muss jetzt hier erstmal irgendwie reinfahren. Selbst unser Seattle schießt auf die. Muss ja auch mal. Ah, die ist zu schnell, ne? Die Gier wäre übrigens auch noch so ein cooles Schiff, was ich mir auch noch mal eingehen lassen würde. Also ich habe mir die Videos dazu mal angeguckt. Das könnte glatt was werden. Ja, jetzt hat die Gier sogar auf mich geschossen. Was fällt der ein? Die ist ja auch nicht ganz dicht. Na, also siehst ja auch, die macht ganz gut Schaden. Also das wäre doch so ein Schiff. Na, ich bin ja mittlerweile auch dabei. Also 9 geht auch noch. Ne? Und warum mache ich das? Aus Ermangelung von Alternativen. Ja, das ist das, was ich an der Colombo wirklich mit dem SAP wirklich liebe. Egal wie das gegnerische Schiff steht, du machst halt mal kurz 5-8. Aber du solltest auch nicht bedenken, dass deine hinteren Geschütze ganz schön weit rum müssen. Und SAP nicht der schnellste ist. Ja. Ich weiß, normalerweise löscht man sowas nicht sofort weg, aber in diesem Fall kann man das schon mal machen. Was halt super genial ist, sind die Geschütze, die hinten 360 Grad drehen. Das ist halt mega genial. So, und jetzt können wir kurz hebeln. Was jetzt überhaupt nichts bringt. Können wir schon mal auf den setzen, weil die Dings gibt es ja nicht mehr. Aus dem Nichts eben halt auf 2754 ist schon nicht schlecht. Das finde ich eben halt sehr genial, muss man sagen. Die Alsace ist gleich Geschichte. Wir haben allerdings schon 4 Schiffe verloren. Hat die hier sicherlich Torps, ne, die Standard 6 Kilometer, oder? Oh, wie ich es hasse. Da kommst du dir schon vor wie deutsches Schlachtschiff. Machen wir nicht umzuschalten. Hat das Kreuzerspielen verstanden? Ich hasse es. Und dann machst du nur 2000. Weißt du? Aber wir müssen eigentlich auch einfach mal zurückfahren, weil eigentlich müssen wir uns nicht um irgendjemanden kümmern, der wegfährt. Das sollten wir uns mal als guten Vorsatz fürs neue Jahr nehmen. Man muss sich nicht um irgendjemanden kümmern, der wegfährt. Weil sonst kommt nämlich so wie jetzt der Flugzeugträger und will auch noch rumwerfen. Oh, Alter! Einfach nicht brennen, ne? Ole. Einfach nicht brennen. Einfach nicht brennen.
Ja, jetzt müssen wir hier wegfahren. Ich habe keine Lust hier. Keine Lust hier ständig zu brennen wegen der Kackhöhle da hinten. Aber wir sind aber auch am Verlieren. Okay, na gut, dann wird das wohl nichts mit den Punkten. Dann wird das wohl nichts mit den Punkten. Ja, mein Gott, aber dann fahren wir jetzt auch halt zurück. Dann müssen wir uns nicht mit der duellieren. Da gibt es hier größere Duellkämpfe als eine Igier, die nichts zu tun hat. Und irgendwann müsste die Igier ja hoffentlich auch mal außer Schussreichweite sein. Problem ist, sie haben auch noch zwei gute DDs. Hilft halt nichts. Und also unser Flugzeugträger ist natürlich schon tot. Ja, da kriege ich natürlich gleich immer ein ganz großes Lob. Ein ganz großes Lob. Spitze. Einfach Mühe geben, sagt der Kollege. Ja, geben wir uns mal ein bisschen Mühe, dass wir wenigstens über 40.000 Schaden kommen. Aua, 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 Petros. Und 6,9 immerhin, was war das? Das ist Mumpe hier, es ist völlig Mumpe. Komme ich nicht mehr ran. Wo sind denn hier die Schlachtschiffe von Ihnen? Colombo, Vermont, alles diese großartigen Schlachtschiffe. Und wo ist denn jetzt hier? Also, ich habe ja keinen Flugzeugträger. Ich vergesse das immer. Unser Flugzeugträger meinte ja vorher schon mal keine Lust zu haben mehr. Und hier ist garantiert irgendwo die Halland oder die Dings. Da ist die Napoli. Die kriegen wir noch hin. Ja. Breit gefächerte Torps sind ungefähr so intelligent wie Anstupsen damals bei Facebook. So intelligent ist es. Ja, die fährt natürlich dahinter. Und die ist natürlich jetzt. Da kommt ihre Colombo. Na, ich habe aber nicht mehr Bock auf die Napoli, da könnte ich ja nicht einen Kill klauen. Das war jetzt für AP jetzt nicht so toll, ne, Colombo? Das kann ich auch in Napoli. Da war meins mit 16.000 jetzt schon ein bisschen besser, ne? Ja, auch damit haben wir gerechnet, ne? Machen wir sie mal nervös. Bringt sowieso nichts, aber egal. So nicht, mein Freund, ne? Also, wenn, dann musst du dich auch mal mit dem richtigen Italiener anlegen, ne? Ja, jetzt kommt natürlich das Flugzeug. Und jetzt kommen wir da, die Torps. Damit hätte man jetzt definitiv früher rechnen können, die Summer Torps. Aber es sind auch nur Summer Torps, also von daher, nur ist gut. Ja, einfach nur Mühe geben. Ja, Herr Steiger, hättest du dir mal Mühe gegeben? Hättest du nicht gegen 1, 2, 3, was sehe ich da oben? 2, 4, 6, 7 Schiffe verloren zu dritt. Einfach nur mit dem Flugzeugträger, der 3 Minuten nach Start einfach meint, boah, ich habe keine Lust mehr, ich spiele nicht mehr mit. So super Flugzeugträger würde mich auch noch reizen, aber die Kohle nervt mich total an den Schiffen. Mich würde das einfach nur mal reizen, das hier mit diesen komischen Schiffen zu spielen, mit diesen komischen Staffeln, ja, 811. Ja, unser Schema hat immer 1099, muss man auch wirklich mal loben. Und die Seattle hat, dafür, dass sie am Anfang gepennt hat, massiv gut gespielt. Unser Eagle ist trotzdem auf Platz 4. Okay, ja.
Ja, war schon jetzt völlig in Ordnung. Habe ich jetzt eigentlich schon wieder Dings gekriegt? Nee, ne? Da fehlt dann sowas, ne? Hier Weihnachtsgutscheine. Weihnachtsgutscheine. Ich glaube nicht. Nee, habe ich ja gestern erst abgeholt. Ja, mein Lieber, wie gesagt, ich war noch nicht frühstücken, nichts. Dementsprechend werde ich mich jetzt auch verabschieden. Ich habe meine 3 Runden abgeleistet für meinen Clan. Ich konnte ihnen leider nicht mehr weiterhelfen. Eigentlich traurig. Ne? Nach der ersten schönen Runde, ne? Also die Colombo kann ich dir auch ruhigen Gewissens ans Herz legen, ne? Wenn du mit der langen Nachladezeit klarkommst. Was allerdings eben, wie gesagt, ich liebe es, die hinten 360-Grad-Türme. Ne? Das ist das Beste. Das ist absolut cool, dass du, wenn du wendest, nicht ständig 3 Stunden warten musst, bis die Türme gedreht haben. Ne? In diesem Sinne, ich sage Dankeschön. Ich sage dir Dankeschön, mein lieber Lieblingszuschauer. Und wenn du Bock hast, sehen wir uns Dienstag. Auch an alle anderen, die das Video später sehen. Wenn ihr Bock habt, Dienstags immer jetzt ab 19 Uhr mein Stream. Habe ich mit Absicht so gemacht, weil Team Krado Dienstags nicht streamt und ich will ihm ja nicht seine ganzen Zuschauer wegnehmen. Witzig, ne? Okay, in diesem Sinne. Bis dann, ciao, ciao.